sehe schon, da tropft das Benzin und das Öl aus den Augen und allen Poren. Ja, wir sind hier zum ersten Ursa Farm Kart Race Day und hoffen, dass ihr einfach alle Spaß habt. Naja, ich muss die Jungs moralisch halt unterstützen und motivieren. Wie gehen Sie vor? Naja, ich muss gleich mit denen reden, aber das sollte lieber keiner wissen, wie ich das mache. Farm ist ein langer Wegbegleiter meiner Karriere. Also wir haben eine 10-jährige Partnerschaft, bin ich sehr stolz drauf und habe der Familie Holzer dazu danken, also, dass sie mich immer unterstützt haben, den Boris Röder. Und klar ist der Boris gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann, mal gucken kann, vielleicht auch ein paar Runden selber drehen kann, weil ich natürlich, habe ich natürlich gesagt, klar, muss mal schauen, ich habe schon ein paar Angebote gekriegt, zu welchem Team ich jetzt wechseln soll, mal schauen, aber ja, ich bin da entspannt, also, ich werde ein, zwei Mal fahren, aber ist auf jeden Fall cool, dass so viel Begeisterung für den Motorsport herrscht. Ist das ein Spaß heute? Ist das geil, das hat Spaß gemacht auf jeden Fall, auch wenn es nur die Trostrunde war, aber hey, es riecht nach Benzin, die Motors sind laut, klasse, macht super Spaß. Phänomenal, super geil. Also das erste Mal dabei und dann in der zweiten Runde das Ding gemacht, klasse, super. We'll be right back.
dafür, dass ich heute mein Debüt hatte als Coach. Ist das ganz okay. Wir sind ins Finale gekommen und sind Sechster geworden. Also ich bin mit meinen Jungs sehr zufrieden. Nächstes Mal wird es noch besser werden, weil ich habe auch als Coach ein bisschen Fehler gemacht. Jetzt müssen wir die Fehler analysieren und nächstes Mal besser machen. Also nächstes Mal werden wir Erster. Ich und der Ferhat sind von Ursaufarm, schaffen im Lager. Ja, der Chef, der wird sich auch freuen. Und die geborenen Rennfahrer offenbar. Ja, nicht ganz, aber wir versuchen halt das Beste draus zu machen. Ne? Okay. Ja, bin auch sehr froh, dass wir jetzt gewonnen haben. War eine coole Aktion von der Firma.